Der Christbaum, er ziert so manche gute Stube in diesen Tagen. Dabei kann das Grün in unseren Häusern inzwischen schon auf eine beachtliche Geschichte zurückblicken. Die Tradition, einen Nadelbaum sich in die Häuser zu stellen, kommt zum einen von der traditionellen kulturellen Seite her. Denn dieses Grün ist immer ein Zeichen für Fruchtbarkeit, für Leben. Und mit Weihnachten wird ja auch der Erlöser geboren, der uns ja auch von den Sünden erlöst und der ja auch die Wiederauferstehung dann bringt. Und das ist ja ein essentieller Teil des Glaubens. Zum anderen ist es natürlich so, dass in der Winterzeit kein Laubbaum wirklich sein Laub trägt. Also bleiben einem nur die Nadelbäume, die man dann tatsächlich als Symbol in die Räume stellen kann. Doch nicht genug damit, dass wir uns einen Baum in die Stube stellen. Wir hängen auch noch allerlei Tand daran. Es gibt Lametta-Kerzen und Kugeln an den Bäumen, weil man einfach die Pracht dieses Festes einfach auch nach Hause tragen will. Und Glaskugeln beispielsweise haben wiederum ihr Äquivalent in den normalen Äpfeln, die man früher an den Baum gehängt hat. Die hat man versucht, eben in dem Material Glas haltbar herzustellen. Und die Form wurde dann eben am Anfang noch reduziert auf diese normale runde Form. So entstehen Glaskugeln. Es wird von innen versilbert wie beim Spiegel und dieses Versilberte, dieses Glänzende, dass das Licht dann auch nach außen hin wieder ja in unzähligen kleinen Funken sozusagen weiter trägt, das ist natürlich beim Lametta dann auch der Fall. Eine besondere Tradition in Süddeutschland ist das sogenannte Christbaumloben. Heute steht da vor allem der Konsum alkoholischer Getränke im Vordergrund. Früher aber hat man durch Besuche bei Verwandten während der Weihnachtstage Kontakte gepflegt. Und bei dieser Gelegenheit wurde dann auch mal bei Nachbarn geklopft, mit denen man bis dahin weniger Kontakt hatte. Ob früher oder heute, an Weihnachten rücken die Menschen einfach näher zusammen.